Die Verbesserung der Wattküche um 60%. Haben wir denn noch einen Handelskammerplatz? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir machen ja auch Holzfurnier, stimmt. Hatten wir nicht irgendwann mal hier festgestellt, hier kann man irgendwie so eine... Warte mal, wo war das denn noch? Irgendwie so eine... Nee, kein Kloster. Nee, das war hier nicht, oder was? War das nicht hier mit so einer Soda-Fabrik oder irgend so ein Kram? Irgendwie nicht, oder was? Oder habe ich das mal rausgeschmissen wieder? War das eine Mod und ich habe die rausgeworfen? Kann auch sein. Ein Brief von meinem. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Ich dachte, das war hier, aber... Ja, egal. So. Also. Gelehrte. Die brauchen Tonpfeifen und Phonographen. Ich weiß halt nicht, ob dann Tonpfeifen reichen, wenn wir die, Freigabe hätte ich beinahe gesagt, machen. Müsste man gucken. Telefone müssen wir auch gucken. Das könnte gut reichen. Das stellen wir nur nebenbei her. Das wäre super geil, weil Telefone, glaube ich, ist noch richtig, weil es echt nervig sind. Den Funkturm hatte ich noch nie. Aber die Telefone sind, glaube ich, echt nervig. Kann ich denn überhaupt noch gelehrte Häuser bauen? Ja, kann ich. Guck mal, pro Haus sind 120. Das Problem ist halt auch, dass das hier natürlich steigt, ne? Zurückgekehrt. Fleischkonserven und Maßanzüge. Stiefel, Rum, Melonen, Hibiskustee, Wandteppiche auch. So, was haben wir hier? Salpeter und Filmrollen. Filmrollen dürften noch lange passen trotzdem. Wir können ja mal gucken. Wir haben 142 pro Gebäude. Wir sind 420 bei einem. Ja, ich befürchte, wir bräuchten dann nochmal... Ich glaube, wir brauchen 4 Gebäude. Ein Schiff ist Überfahrt, was? Warte, was? Ach so, das, Trelawney-Schiff. Könnte auch gar kein Dach haben. Hypertral eben. So, pass auf. Lasst uns mal gucken, wie jetzt unsere Sachen aussehen. Wir haben einmal Maßanzüge. Ach so. Ach, dass das immer in Lager irgendwie drin ist. Maßanzüge zusammen mit dem hier. Passt. Leder. Leder. Passt irgendwie absolut gerade nicht mehr. Warum nicht? Au, warte, 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 warte. Ja, damit ist das. Passt trotzdem nicht. Das ist schade. Okay. Meereseintopf. Das passt. Achso, Turmpfeifen haben wir ja noch gar nicht. Hibiskus. Hibiskus passt trotzdem auch noch. Da haben die wohl nicht mehr so, nicht so viel Bedarf nach zusätzlich. Fleischkonserven passen nicht. Das ist ärgerlich. Also, wir müssen erstmal Lederstiefel-Dingsbums bauen, wieder neu. Wir hatten eins mal abgerissen. Alles hier ist höchst zerbrechlich. Oh. Ach, ich würde gerne hier mal irgendwie, weiß ich nicht, das sind so viele irgendwie, ne?
Aber den hatten wir gar nicht im Strom, den Collagen. Einmal nochmal eben gucken, machen wir noch genug Schweine? Weil ich glaube, Eisen machen wir auf jeden Fall genug. Denke ich. Ja, das passt auch. Wir müssen nur gleich mal eben gucken. Uns fehlen Waren. Oh, wieso? Wieso fehlen denn jetzt Kartoffeln? Ah, ich habe nur einen Slot, ne? Oh, wie die Routen noch alle schon wieder hinfällig sind, gefühlt, ne? Ja, doch, da ran und da runterladen. So, okay, nimmt er nochmal eins mit. Fertig, aus dem Haus. So, genau, wir hatten geguckt, Maßanzüge passt noch. Schuster aber nicht. Okay. Jetzt reicht bestimmt aber auch die Schweine nicht mehr. Nein. Das ist schade, weil ich keine Arbeitskraft dafür habe. Hallo? Sag mal. Okay. Man könnte echt überlegen, ob man das eigentlich mal wieder auf Sangha-Kühe umstellt, oder? Die. Die Schusters. Die Schusters. Eine angesehene Familie. Ja, sollten wir auch echt mal drüber nachdenken, ob wir noch eine Route machen von NBSA, wo wir Sangha-Kühe mitbringen. Weil durch die Sangha-Kühe kriegen wir auch noch mehr Lederstiefel als Bonus quasi. Und die sind natürlich viel billiger als einmal Schweine. Weil ich hier natürlich erstmal super wenig Platz wegnehme. Ich mache mir die Ökologie, hätte ich beinahe gesagt, nicht kaputt. Ich habe 250% Produktivität. Obwohl, das ist langsamer als die Schweine, ne, theoretisch. Ich könnte aber noch mit Silos arbeiten sogar. Und ich mache natürlich Lederstiefel, ne? Ja, mal gucken. Lass mal erstmal eben hier weitermachen, damit wir die Gelehrten auf Vordermann kriegen. Achtung, der Boss. Bei Eisen habe ich noch genug, oder? Knapp, aber passt. Boah, wie viel Eisen man braucht. Crazy, ne? So, was hatten wir noch? Was haben wir noch nicht angeguckt? Wir hatten Fleischkonserven, Maßanzüge, das haben wir, das haben wir. Wieso habe ich denn jetzt nur 3000? Ach, das dauert super lange, bis die einziehen, ne? Ah, ich habe erst 22, deswegen. Rum, Hibiskus hatten wir, Lederstiefel haben wir. Das heißt, nee. Rum? Ach. Ja, natürlich. Natürlich müssen wir hier gucken. Wo produzieren wir denn hier rum? Ja, ist auch egal. Ach so, beim Bier, glaube ich, ne? Ja, es reicht locker. Das reicht locker. Dann. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was war es denn noch? Was hatten die denn noch? Oh, es ist nicht so einfach, sich das zu merken, ne? Ah ja, Melonen und Wandteppiche. Melonen. Ja, okay, das sollte reichen. Das holen wir auch hierher, glaube ich. Easy peasy. Schon wieder fast vergessen. Wandteppiche, die holen wir aber hierher. Passt aber auch noch. Okay, perfekt. So. Ach doch, die wollen die hier haben. Guck mal. Deswegen habe ich die importiert. Scheiße.
Ja, habe ich das vorhin nicht gesehen oder was? Die wollen die wohl haben. Die verbrauchen aber sehr wenig davon. Aber dann ist okay. Ich glaube, wir produzieren nicht genug Saxophone, oder? Doch. Bringe ich die von hier auch weg? In die neue Welt? Nee, okay. Doch, ups. Das reicht noch. Aber wir müssen eine Route machen, eine weitere. Okay, passt auf. Dann machen wir eine Route. Wo wir diese Djembelés wiederholen. Müssen wir die doch mitnehmen. Ärgerlich. Okay. Ich hab das irgendwie übersehen oder bin einfach nur dumm. Das kann natürlich beides sein. Wir müssen die tatsächlich für die hierher bringen. Das ist aber nicht so schlimm, weil dann können wir noch eine Route machen, wo wir auch noch Sangha-Kühe mitnehmen. Und irgendwas hatten wir noch überlegt, oder? Kiste unter Deck. Haben wir nicht noch was überlegt? Ich bräuchte hier eigentlich eine Handelskammer, ne? Ich habe nur zwei und beide sind voll. Nicht noch was überlegt, was wir eventuell irgendwie, oder waren das nur die Sangha-Kühe mit einer neuen Route? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren vielleicht sogar nur die Sangha-Kühe. Keine Ahnung. Achso, doch, ja, weil wir vielleicht, ja, wir wollten die Hibiskusblüten hier vielleicht auf die andere Route packen. Das können wir dann sogar tun. Und wir müssen halt gucken, wie viel die jetzt die Tonpfeifen da irgendwann ballern dann, wenn wir 4000 haben. Das könnte nämlich übel werden. Mehr als bereit. Habe ich nicht hier ein dickes Schiff stehen? Nee, ich habe hier gar kein Schiff mehr stehen. Wer hat denn nochmal? Der hier ist das. Zu ungelenk. Neue Befehle? Ja, dann fahren wir mit dem hier hin. Wir haben ja Zeit. Das ist egal. So. Ja, wir müssen die auch noch in eine Handelskammer packen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Handelskammer dann noch in Enbesa. Wir können aber natürlich hier ja irgendwo nochmal Investoren machen. Erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer. Ach ja, hier haben wir irgendwann mal diagonal aufgebaut. Stimmt, das müssen wir auch nochmal weitermachen, sowas. Stimmt. Oh, ey. Kommt zu gar nichts. Ja, hier steht. Ja, der wird mir gleich sagen, Feuer ist gelöscht und es sind Ruinen da oder so ein Quatsch. Und dann kommen wir wieder. Alter, das ist schon so ewig her, dass ich das hier alles gebaut habe, ne? Schalten Sie den Strom ein. Hier habe ich jetzt keinen Strom. Warum nicht? Ich
habe hier keinen Strom, weil... Ah, weil das Kraftwerk brennt. Okay. Ja, gut, ne, dann ist natürlich schon klar, dass ich keinen Strom habe. Okay, ich kann jetzt aber eine Handelskammer bauen, das ist schon mal gut. Dann sollten wir das gleich machen, weil sonst vergessen wir das und nutzen den Einfluss für irgendeinen anderen Quatsch. Weil wenn wir jetzt schon mal einmal hier sind und machen irgendwie ein Besser schön, wollen wir es natürlich auch quasi fertig machen. Wen haben wir denn hier noch? Ach, die Imkerei. Ja, die bringt mir hier auf der Hauptinsel halt nicht so viel. Ja, und die ist halt auch nicht mehr so sinnvoll, leider. Ja, wir lassen die erstmal eben hier stehen. Weil noch müssen wir die Wattküche gerade irgendwie nicht so richtig boosten, ne? Nicht zwangsweise. Das ist schon okay so. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das herkriege, ne? Muss importiert werden. Forschungsbericht über neue Welt. Weiß auch gar nicht, ob es so sinnvoll ist. Ich glaube, das irgendwann mal zu haben, ist ganz cool so. Will ja mal alle Lebensqualitäten haben. Aber das ist bei den Gelehrten jetzt nicht Prio Nummer 1, muss ich gestehen, dass ich das bei den Gelehrten mache. Telefon, ich bin gespannt, ey. Weil Telefone will ich eigentlich ungern herstellen, weil ich glaube, die sind richtig kompliziert. Eigentlich habe ich mehr Sorge, dass zum Beispiel die Tonpfeifen nicht ausreichen. Steh nicht untätig herum, du musst. Und wenn wir da irgendwie neu bauen wollen. Müssen, wie auch immer. Ja, das ist nervig, weil wir hier dann Arbeitskraft brauchen. Wenn wir hier Arbeitskraft brauchen, muss ich hier erstmal Leinen machen, beziehungsweise Gewänder. Oder wir bringen Gewänder von hier darunter. Das geht natürlich auch. Wieso heißt die eigentlich immer noch nicht anders? Ich habe eine Idee. Wir haben hier noch irgendwo eine Fregatte stehen. Du fährst mal nach Embesa. Weil wenn wir Tonpfeifen nachbauen müssen, weil es nicht reicht, kommen wir mit Lehm aktuell auch nicht hin. Was wir natürlich machen könnten, ist eine Lehmziegelei hier wegnehmen erstmal oder so. Wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Das können wir wahrscheinlich einfach jetzt schon mal machen. Bin ehrlich. So. Schiff
Stapel gelaufen. Erstmal so.